Und ich, ja, habe lange überlegt, was ich denn heute in diesem Video sagen möchte. Und just gestern ist es passiert, dass ich im Auto gefahren bin und im Radio kam das Lied Lieblingsmensch von Namika, heißt sie, glaube ich. Und im Refrain singt sie davon: Danke, Lieblingsmensch, dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein. Und dann dachte ich erst so, ja, das trifft ja total zu auf meinen Schatz, weil bei dem darf ich das alles sein und der kennt mich ja auch so gut. Und dann habe ich mir aber gedacht, hey, warum darf denn nicht ich selbst einfach mal mein Lieblingsmensch sein? Und dann habe ich diesen Refrain mitgesungen im Auto für mich selbst. Und das war so schön. Das war so ein wunderschönes Gefühl und das hat so, so gut getan. Und wenn ich mal zurückdenke, noch vor ein paar Jahren, da wäre das gar nicht gegangen. Weil da habe ich mich überhaupt nicht gemocht. Ich habe mich weder gemocht, noch habe ich mich gekannt. Und an vielen Tagen war ich sogar der Meinung, dass die Welt vielleicht sogar ohne mich besser dran wäre. Denn ich habe sowieso nichts zu bieten, ich habe nichts zu geben. Ich bin nichts Besonderes und ich bin auch kein Talent. Und ja, in meiner Vorstellung mussten meine Eltern mich ja einfach lieben, weil sie ja meine Eltern sind, ne? Und ja, so verquer liefen meine Gedanken ab. Und ja, in den letzten Jahren hat sich da viel dran getan. Denn ich habe tatsächlich mich selbst kennengelernt und habe erkannt, dass da ganz viele Dinge sind, die sehr, sehr, sehr besonders sind an mir. Und ich habe darüber hinaus erkannt, dass wir alle, wie wir hier sind auf dieser Welt, jeder einzelne von uns einzigartig und besonders ist. Und ja, deswegen, ich sage manchmal gerne, wir sind wie Schneeflocken. Auf den ersten Blick sehen wir alle ziemlich gleich aus und bestehen aus den gleichen Dingen. Aber genauer betrachtet, so wie man, wenn man Schneeflocken unter dem Mikroskop betrachtet, dann erkennt man, dass nicht eine einzige Schneeflocke der anderen gleicht. Wir, jeder von uns ist einzigartig und ganz besonders auf dieser Welt und keinen einzigen von uns gibt es ein zweites Mal. Und deswegen darf ich mein Lieblingsmensch sein und deswegen darfst auch du dein Lieblingsmensch sein und es darf sich gut anfühlen und das hat nichts zu tun mit Selbstverliebtheit oder Arroganz oder ach, das ist ja vielleicht ein bisschen dick aufgetragen, für mich so toll bin ich doch gar nicht. Doch, genau so toll bist du. Du bist toll und du bist wundervoll und du bist einzigartig. Und ja, jetzt wünsche ich dir in diesem Sinne eine wundervolle, eine tolle und eine einzigartige Weihnachtszeit. Genieße es, genieße jeden Moment, umgib dich mit tollen Menschen und ja, sieh zu, dass du wundervolle Erinnerungen sammelst, tolle Erfahrungen. Ja, mach's gut, lass es dir gut gehen und tu dir was Gutes. Mach's gut, deine Carina.